Und mit dem Expressbullen sind wir unterwegs. Mitten in der Schweiz, mit euch, mit mir, mit High Voltage, mit Joel der Empire 2 mit der Hochspannung. Mit unserer überhaupt nicht ausgelasteten Expressstrecke für Post und Passagiere. Aber die guck mal, Ende Januar, es schneit in der Schweiz. Hätte er das gedacht? Dass in der Schweiz im Januar Schnee fällt. Sachen gibt's. Die großen Fahrten quer durch die Schweizer Alpen, die müssen alle noch kommen bei uns. Die haben wir noch nicht gemacht. Weiß auf Rot. Elch. So heißt unsere Bahngesellschaft. Einmal reingefahren. Und Dampfloks haben wir ja auch. Gibt's Geld hierfür? Was bekommen wir? Einen kleinen Betrag. Kleines Plus. Sind wir denn mittlerweile so weit, Leute, dass wir die Anschlussprämien alle kassieren? Nee, die Anschlussprämien muss noch kassiert werden. Das ist die. Und die, dafür haben wir noch 109 Tage Zeit. Wir spielen gerade erstmal 31 Tage hier. Die Prämie wollten wir uns noch holen. Das ist eine hohe. Die könnten wir uns holen. Puh. Da müssten wir aber ganz anders planen, ne? Das überlegen wir uns später. Ich wollte ja hier unten die noch verbinden. Hier rein. Die eventuell noch verbinden. Aber mit also die auf jeden Fall. Das ist ein Must-Have. Das kommt von alleine. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das machen. Genau. Jetzt wollten wir aber erst... Wir können mal hier der Holzbahn. Da kommt die Holzbahn. Die können wir mal beobachten. Genau, Old Tom, die Holzprämie ist noch nicht gekommen. Die holen sie als nächster. 351.000. Das ist eine ganze Menge. Chu-Chu, ja, guter Kommentar. Einmal abfahren, bitte. Wie viel Holz ist dabei? Reichlich. Sehr schön. Ich brauche einen Tunnel, mein Jim Rayner. René, wo denn? Wo brauchen wir einen Tunnel? Abfahrt hier. Wir haben erstmal ein großes Vergnügen per Gestensteuerung zu hupen. Sensationell. Das ist das absolut einzige Aufbau- und Transportspiel, das wirklich per Gesten steuerbar ist, wo man akustische Effekte durch Gesten auslösen kann. Das ist sensationell. Das ist ein Wunder der Detail. Ich kenne kein anderes PC-Spiel in dem Genre, das so auf schon wieder, das auf Gestensteuerung reagiert. Das ist sensationell. Unfassbar. Allerdings, ich habe es eben schon mal demonstriert, nur bei rechts, geht nur auf der linken Seite. Rechts geht's nicht. Funktioniert nicht. Komisch. Sehr seltsam hier. Ja, ich bin ein Jedi, ja, kann man so sagen. Nicht jeder ist ein Jedi, aber WB schon. Das stimmt, ja. Da ist was dran. Regenbogen meint, WB macht jedes Spiel kaputt. Meinst du, ist das denn bei euch so, dass es auch mit rechts geht? Wer von euch spielt Driver Empire 2? Bei wem von euch funktioniert das auf der rechten Seite auch mit dem Chuchu? Also bei mir nicht? Seltsam, ne? Komm, wir wollen nochmal eine Bahn bauen hier. Wir bauen die nächste Bahn. Wir verzichten erstmal auf Prämie und bauen weiter Bahnen hier. Wir bauen jetzt mal die Prämie, können wir uns holen. Über die muss ich erst nachdenken. Die kommt von alleine. Die können wir den Zucker hier oben... Wir machen mal die Zuckerprämie hier hin.
Und das Getreide? Das Getreide brauchen wir auch. Wir checken mal die Höhenlinien. Oh lala. Das Getreide brauchen wir. Wo ist denn eigentlich in Vivi brauchen wir das Getreide? Bisschen doof, ne? Wir brauchen auf jeden Fall das Vieh und die Birnen in Lausanne. Das hatten wir schon überprüft. Und den Zucker brauchen wir überall. Zucker ist so eine Basisgeschichte, glaube ich. Zucker brauchen wir auch in den kleinsten Städten. Die Schweizer sind verfressen. Wie machen wir das denn? Wo schicken, bringen wir denn das Getreide? Dann sollen wir das Getreide und den Zucker hier hinbringen. Da sollen wir sagen, wir machen Milch. Wir machen eine Milch- und Getreidestrecke hier hin. Zucker bringen wir hier rein. Punkt. Ja, so tun wir das. Wir schließen erstmal nur wegen der Prämie. Gab's hier doch, hier gab's doch die Prämie. Einmal den Zucker an. Es war ein teurer Spaß, ne? Machen wir aber. Oh lala, wie machen wir das denn? Brauchen wir ein extra Gleis nach oben hin, ne? Genau. Oh Gott, wo wollen wir denn das lang? Wo wollen wir denn die Strecke lang fahren lassen? Hier unten links, hier oben rum und hier hin? Sollen wir das machen? Einen so rum? Vielleicht einfacher als einen Berg rauf und runter, oder? Da geht ja Schnelligkeit, darauf kommt es ja nicht an. Einmal so rum und einmal hier hin, okay? Da wir den Berg ein Stückchen hoch müssen, setze ich den Bahnhof auch weit nach oben hin. Kreisverkehr. Wie Kreisverkehr? Ganz nach oben hin. Damit so weit es weit wie geht. Habt ihr das gehört? Da hat jemand gejodelt. Krass. Einmal hier so hin. Wir probieren es mal aus. Gleisbau nicht elektrisch. Hier dran. Hier rüber. Neues Gleis hier hinten bauen. Hier rein. Oh Gott, was mache ich denn hier? Einmal hier hin. Einmal hier rein. Okay. Einmal kurz checken. Ja, es ist nicht der gerade Weg. Aber es wäre irrsinnig dafür. Oder wollt ihr in den Berg hochklettern? Wollt ihr den Berg hochklettern? Das dauert mit einer schwer beladenen Lok. Krasse Steigung. Ich würde es nicht machen. Ich würde lieber den Umweg nehmen. Sieht auch irgendwie viel realistischer aus, finde ich. Einmal um den Berg herum, meint auch Regenbogen. Danke. So. Einmal die Fahrt überprüfen. Sieht das so halbwegs okay aus? Hier ist die Kurve etwas heftig. Die müssen ein bisschen weiten. Ja. Einmal so. Jetzt geht es nur noch um die Steigung.
Das sieht okay aus. Wieder! Es jodelt im Hintergrund. Unfassbar. Wer von euch kann eigentlich jodeln? Also jetzt nicht einfach nur behaupten. Wer von euch jodeln kann? Kann mal bitte einer von euch, liebe Leute, auf Twitch mal kurz den... Also nur die, die jodeln können. Mal kurz im Chat jodeln. Damit die anderen mal sich anhören können, wie das funktioniert. Kann bitte einer von euch, der mal so wie ich... Also ich... Bei mir liegt das lange zurück. Zweite Klasse Grundschule hatte ich einen Leistungskurs jodeln. Aber ich bin einfach aus dem Alter raus. Das ist wie bei den Regensburgern Domspatzen oder wie die heißen. Irgendwann kommt der Stimmbruch und dann verliert man das. Aber damals in der Grundschule, wow. Ich war ja, ich will nicht angeben, ich war der lokale Jodelmeister in meiner Heimat in Mönchengladbach. Kein anderer Schüler konnte in meiner Altersgruppe besser jodeln als ich. Wir haben damals einen großen Wettbewerb gemacht. Ich habe daran teilgenommen, sonst war keiner dabei. Ich habe die Goldmedaille gewonnen. Na? War sogar mit Foto in der Zeitung. Okay, ich war da. Es wollte niemand anders sonst. Aber dann war ich trotzdem. Man kann auf diese Weise Stadtmeister werden. Es geht. Dann haben wir hier oben lang. Wunderschön. Dank Tilly Time. Toll gejodelt. Vielen Dank. Ich weiß so ganz toll zu lesen. Vielen Dank. Sehr eindrucksvoll. Einmal schnell bauen. Jetzt brauchen wir auch hier mal kurz der Blick. Hier vorne waren die. Genau, da vorne ist der Versorgungsturm. Das Wartungsgebäude ist hier drin. Einmal billig bauen. Wird es im Augenblick genutzt hier? Auslastung ist hoch, Preis ist zu absurd hoch. Dann sagen wir, dass der Zucker hier mitgenommen werden kann. Das heißt, wir erlauben in der Lagerhalle die Mitnahme von Zucker. Micha's World auch noch, also Tilly Time war schon sehr cool, aber Micha's World, dann, ganz im Ernst, also das ein bisschen weiter, ein klein bisschen besser noch. Geht nicht gegen dich, Tilly Time, aber Micha's World hat einfach, ich zitiere kurz, Jodel, irgendwas, einfach noch besser gejodelt, das stimmt, ja. So, jetzt bauen wir hier vorne, kaufen wir einmal eine Lok. Da vorne ist sie. Einmal Fracht. Keine E-Lok, nein. Eine billige hier vorne. Zwei Zucker bitte mit dem Minimum mitnehmen, sonst ist Quatsch. Strecke dauert ein Stück. Leer zurück und das war's. Ja? Einmal Abfahrt. Und die Strecke heißt natürlich, weil wir Zucker nach Bulle bringen, süßer Bulle. Ja? Nein, also falls es das Gerücht aussteht, so würde Gabi mich hin... Das stimmt nicht, das ist nicht mein Spitz... Gabi hat andere Spitznamen für mich, aber das ist... Süßer Bulle ist einfach naheliegend. Der Bulle, der Zucker bekommt, der auch recht süß ist, finde ich. Der süße Bulle. Einmal hier vorne. Und einmal Abfahrt, einmal bestätigen. Ja, alles gut hier. Einmal Abfahrt. Auf geht's. So, die Loks mal anders. Können wir geben der Lok mal ein anderes Aussehen. Alterungseffekt. Bei der anderen Lok, aber bei Alterung, einen kleinen Alterungseffekt überall, finde ich eigentlich ziemlich cool. Oh Gott, wie furchtbar. Das ist rein optisch. Ihr müsst euch nicht erschrecken. Also ich finde, so eine Lok sollte mindestens so alt aussehen wie ich. Und da ich relativ alt aussehe, die Lok sollte auch schon ein bisschen rostig sein. Dann machen wir das noch bei... Man kann die auch manuell anmalen. Das geht auch. Einmal so. Und einmal abfahren, bitte. Danke an Regenbogen für den netten Kommentar. Jim Rayner, sehr charmant. Ganz liebe Grüße an dich, René.
bekommt der Bulle seinen Zucker. Habt ihr das mitbekommen? Die Lok, das ist ja noch heftiger. Ich hatte gerade gedacht, ich lass die Lok jetzt hupen mit der Gestensteuerung. Und allein der bloße Gedanke hat die Lok schon hupen lassen. Das heißt, dass die Lok ist mittlerweile, ist das ein Upgrade? Habe ich das durch Technologie freigeschaltet? Kann man durch Telepathie die Lok hupen lassen? Ist das möglich? Soll das mal ausprobieren? Ich denke jetzt mal laut, dass ich denke mal leise, dass die Lok hupen lassen will. Jetzt denke ich mal, dass die Lok nicht hupen soll. Sehr cool. Und jetzt denke ich mal, dass Regenbogen hupen soll. Klappt das? Hat Regenbogen gehupt? Hört ihr Regenbogen hupen im Chat? Tatsächlich! Regenbogen hat gehupt! Sensationell! Unfassbar! Unglaublich! Unfassbar! Also sensationelles Spiel hier! Hupen Regenbogen, nicht pupsen! Bitte reiß dich mal ein bisschen am Riemen! Was sollen die YouTube-Zuschauer jetzt über dich denken? Peinlich hoch 10 gerade hier. Krass! Und damit hier lang fahren. Sieht lecker aus. Kann man nicht anders sagen. Einige von euch fahren, glaube ich, auch mit. Was habt ihr mitgenommen als Proviant? Was habt ihr an Speis und Trank dabei, wenn ihr auf einem, was weiß ich, als hier irgendwie mitfahrt. Was habt ihr dabei im Chat gerade? Ja. Bier aus Bayern, meint Lars Springer. Bullenfleisch. Schande. Themenwechsel. Das verletzt meine Gefühle gerade hier. Boah, sieht das hübsch aus. Eine Toblerone, sehr passend, sehr gut. Handcase mit Musik, das musst du mal erklären. Ist das nicht ein speziell, das ist irgend so ein Käse, ne? Also okay, er heißt auch Handcase mit Musik, aber heißt es, aber ich wusste das mal, ich hab's wieder vergessen. Mettbrötchen, nuschelt, Mirko mit vollem Mund. Harzer Käse. Prämie für neuen Anschluss. Wir sind reich, wir können wieder prassen. 350.000 Flocken sind gerade reingekommen. Wahrscheinlich Schweizer Franken. Vielleicht gibt es noch eine Anschlussprämie. Komm, wir bauen schon mal weiter hier. Was bauen wir als nächstes an? Also die Prämie kommt gleich noch. Der Zucker kann hier mitgenommen werden. Hey, wir haben noch, haben wir die E-Lok schon. Die allgemeinen Waren hin und her transportiert. Die Cargo haben wir schon. Okay. Hier vorne müssen dann, genau, Holz wird rübergebracht. Gebracht Holz und Gemüse von hier. Zucker wird hier hingebracht. Express und Cargo ist da, alles gut. Jetzt wollten wir hier links. Milch und Getreide wollten wir von hier aus hier hinbringen. Den Zug, das müssen wir noch anschließen. Und wir wollen Birnen und Vieh auch hier hinbringen, ne? Das ist der Plan. Dann bauen wir zuerst das hier oben hin, weil die Gleise werden uns sonst im Weg stehen. Und dann machen wir oben hin weiter. Und hier benutzen wir wie viele im Augenblick? 4 Stück. Das heißt, wir bauen jetzt einen hier rauf. Da reicht eventuell sogar ein Bahnhof für beide hier. Mal gucken. Ein großer Bahnhof für beide. Rechts oder links drumherum fahren.
ringsrum ist schöner. Ist eigentlich egal. Sollen wir da abwechslungshalber mal hier oben? Weil hier können wir ein Stück Parallelstrecke nutzen. Das ist immer billiger. Wenn die ja gleich eine mega Parallelstrecke bauen. Ja, machen wir eine große Parallelstrecke hier oben hin. Aber das könnte hier eng werden. Aber, es ist natürlich eine tolle Hanglage. Könnte aber teuer im Bau werden. Wir machen mal der Abwechslung halber hier oben lang und nehmen den Hang mit hier. Und wenn wir das machen und hier rauffahren, dann könnten wir versuchen, auf dem der Höhenstufe hier oben den Bahnhof hinzusetzen. Mal gucken, ob das klappt. Wir bauen mit Oberleitung oder ohne. Wir fahren eigentlich nur eingleisig rauf, also Einbahnstrecke rauf und zurück. Das wird allerdings relativ viel transportiert, aber später viel. Ich würde erstmal eine normale Dampflok nehmen. Die Steigung ist auch nicht so heftig, dass wir unbedingt was anderes brauchen. Wir machen einmal mit einer normalen Dampflok. Hier vorne ist die Abfahrt. Geht es ja sanft runter schon mal. Hier vorne rein. Jetzt bin ich schon am Bauen. Es wird im Chat darüber diskutiert, ob wir andersrum hätten, aber Abstimmungen mache ich ganz selten nur. Ganz, ganz selten. Also ich frage oft nach der Meinung und dann mal kurz schreiben. Auch förmliche Abstimmungen, die bremsen einen oft auch eher aus und letztlich muss ich mich ja auch wohlfühlen mit dem, was ich mache. Und wenn ich ja irgendwas bauen würde, so total gegen den eigenen Geschmack, das würdet ihr auch mitbekommen, da hättet ihr auch nichts von, da wäre weniger Freude auf meiner Seite, das ist irgendwie Quatsch. Einmal hier vorne lang, hier vorne hin, einmal kurz die Kurven checken, ob irgendwo die Höchstgeschwindigkeit ausgebremst wird. Nicht nennenswert, hier ein bisschen vielleicht. Es müssen nur noch an den Steigungen arbeiten. So kann man das machen. Ich weiß nicht, ob man danach hier eine Parallelstrecke machen kann. Wenn es jetzt zu Beginn so eng ist. Ich vermute das ja, ich weiß es nicht sicher. Dann können wir es auch gleich so machen. Ja? Das war Quatsch. Und dafür, darüber hatten wir letzten Samstag mit dem Christian gesprochen, hätte ich gerne eine Undo-Funktion für einen Schritt beim Gleisbau. Da würde ich jetzt auf einmal einen Schritt zurückgehen und dann hätte ich das einmal hier weg. So, okay. Ich glaube ja. Geht's ordentlich runter, aber der Haupttransport kommt ja von oben nach unten. Die Hauptmasse.
So können wir es machen. Einverstanden? Einmal schnell bauen. Das hätte ich doch gerne mal gewusst. Wir werden es nicht bauen, aber ob man hier eine Parallelstrecke bauen kann, ohne dass es Ärger gibt mit der Kurve, dass die zu eng wird und dass die Maximalgeschwindigkeit nicht klappt. Klappt aber. Bauen wir aber nicht. Das war's schon. Jetzt gucken wir kurz, ob wir hier oben eine dieser Industriebetriebe kaufen wollen. Wie die Auslastung ist. Bei null, super. Kaufen wir hier die Birnen. Die gibt es billig für 117.000. Was ist das hier vorne? Das Vieh wird ordentlich benutzt. Das ist was, ja, es geht vom Preis her. Ich würde nur die Schnäppchen, die absoluten Schnäppchen kaufen. Und das war's schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein Event, einen Versorgungsturm für Sand und für Wasser bei der Einfahrt hier rein. Und das war's dann schon. Und wir können loslegen. Und jetzt müssen wir hier für die Weiterleitung noch sagen, dass wir sowohl Birnen als auch Vieh nicht, aber dass wir den Birnen erlauben, dass sie umsteigen dürfen und auch in andere Städte gebracht werden. Das heißt, wir kaufen hier noch eine Lagerhalle. Ist echt teuer. Wünschen uns einmal die Birnen dafür, dass die Route mitgenommen werden können von einer anderen Strecke. Und die Strecke, die das sein wird, ist dann die hier vorne mit dem Cargo-Bullen. Einmal Abfahrt hier hinten. Einmal Fracht. Keine E-Lok. Die billige preußische G5 nehmen wir. Nein, die nehmen wir hier. PLM 4D. 4D, das ist ja schon Sci-Fi. Das Spiel ist in 3D programmiert, aber die Dampflok kann sogar 4D. Wow. Ich bin sowas von beeindruckt gerade. Heftig. Also echt, Railway Empire 2 überrascht mich gerade technisch immer wieder. 4D Dampfloks. Wahnsinn. Einmal bauen. Hier ist die Abfahrt. Den müssen wir nachher noch umbenennen. Da ist ein Tippfehler drin. Einmal zwei bitte Minimum mitnehmen. Dann geht es hier hinten hin. Und dann leer zurück bitte. Einmal Richtung Lausanne. Das waren Birnen und Vieh. Ne? Eine Zeitreisen-Lok mit Fluxkompensator. Fachsimpelt Havok im Chat. Einmal bestätigen. Da fährt sie. Und bevor jetzt der Fehler sich ins Spiel reinfräst, müssen wir natürlich den Bahnhof umbenennen. Natürlich heißt das nicht Faurerast, sondern das ist echt ein komischer Tippfehler. Gerade habe ich das Spiel noch gelobt und dann so ein dummer Fehler, wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung, das heißt natürlich Faulerast. Bei der Rast ist man faul und nicht faul. Das heißt ja auch das Faultier, nicht das Faurtier. Also das ist jetzt echt krass, da muss ich jetzt... Liebe Leute, schreibt, ich will jetzt nicht einen Shitstorm entfachen, aber wenn ihr Entwicklern mal Leserbriefe, Hörerbriefe, Spielerbriefe schreiben wollt, bezieht euch gerne auf mich und dass das bitte hier korrigiert wird. Also das sowas geht gar nicht hier. Jetzt bin ich das erste Mal echt enttäuscht vom Spiel. Einmal Abfahrt bitte. Wir haben wieder Forschungspunkte, die wir ausgeben können. Birnen an Bord, das passt gut. Die Birnenplantage, die Birnenfarm, die haben wir ja auch gekauft. Da kommt das Geld rein. Oh, wir sind an Birken vorbeigefahren.
Birkenpollenalarm! Birkenpollenalarm! Entschuldigung. Ich mach mal den Ton aus, damit ihr das nicht hören müsst. Einfach den Ton kurz ausmachen, alles andere ist grob unhöflich. So, und weiter bitte hier. Das ist echt heftig. Also das ist wiederum ein Pluspunkt des Spiels. Dass das so naturgetreu programmiert ist, dass man sogar allergisch reagiert auf Bäume hier. Wunderbar. Wieder eine schöne lange Fahrt hier.